So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Und bald weht ein anderer Wind, das kann ich euch versprechen. Jetzt aber erstmal das Sinnoh-Event. Und da gucken wir uns mal kurz eine Grafik an dazu. Nostalgie-Event, Sinnoh. Da gibt es nämlich das Pikachu mit der Lucario-Mütze. Ein neues Shiny ist da, Charmian. Und vermehrt krasse Pokémon aus 7-Kilometer-Eiern. Ihr seht ja hier auch Cognodon, Kaumalat, Riolu, alles dabei. Wir werden uns jetzt an die Aufgaben machen, werden uns mal angucken, das Kapitel 1 startet nämlich. Ihr seht ja schon, ein paar Pikachu sitzen schon rum. Wir gucken aber kurz mal hier in den Bonus rein. Alles gut, Moment, warte, sofort. Heute, genau, wo steht der Bonus? Zweimal Sternenstück Wirkungszeit, zweimal Glücksei Wirkungszeit. Das ist doch gut. Beim letzten Mal gab es ja nur halbierte Distanz für die Buddies zum Bonbon sammeln. Jetzt könnt ihr also eine Stunde Sternstab und Glücksei zünden, gerade wenn ihr viele Terrarium-Raids macht. Wir fangen an mit, verwende ein Power-Up bei einem Pokémon, mache einen Schnappschuss von einem Pokémon vom Typ Gestein und fange drei Pokémon vom Typ Pflanze, Wasser oder Feuer. Da sitzt schon ein Feuer. Wir drücken trotzdem mal kurz die zwei Pikachu an. Eigentlich müsste man sowieso eins fangen, dass wir den Pokédex-Eintrag davon haben. Der Bockwurst-King hat eben auch noch eine Minute vor eins ein Shiny Pikachu bekommen. Das können wir euch auch noch mal kurz hier zeigen. Hier, wo steht es denn hier? Auf den letzten Drücker da. Gut, 12.52 Uhr. Noch ein Shiny Pikachu bekommen. Sehr schön. Wir nehmen jetzt hier das Feuer mit. Melden uns dann wieder, wenn wir das letzte haben, ne? Also, bis gleich. Ich muss nämlich mit Glitchen, der ist heute dabei, die Selina ist dabei. Wir laufen ein bisschen rum und gucken mal, wie lange wir brauchen. So, wie nein? Ja, freilich, Schmidti, Junge. Martin, Schmidt, Schmidti. Kannst auch Martini sagen, klingt aber komisch. So, wir sind zurück am Brunnen, wo ich mit dem Iswo immer reingehüpft bin. Hier sitzt noch ein Pokémon vom Typ Feuer. Das nehmen wir mit als drittes auf jeden Fall. 62 WP. Und dann machen wir wieder ein Power-Up natürlich bei unserem, bei wem? Ich hab's vergessen. Bei irgendwas, was ich letztens gepusht habe. Ich weiß es gerade nicht mehr. Ich glaube, es war ein... Hey, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall müssen wir noch ein Foto machen von einem Typ Gestein. Da können wir mal reingucken. Ist das hier Gestein? Gestein und Kampf. Wir machen mal einfach eins vom Terrarium, was wir vorhin gefangen haben. Das Ding stört nur. Ich kann euch den Brunnen auch noch mal zeigen. Ne? So. Brunnen hat man gesehen. Wunderbar. Können wir zurück. Schnappschuss ist auch erledigt. Mir fällt trotzdem nicht ein, was ich letztens gepusht habe. Ich glaube, dass Darkrai, genau. Also geben wir weiter wieder einen Push aufs Darkrai. Immer wenn wir was pushen, pushen wir jetzt Darkrai. Ein Push ist möglich. Genau, Bonbons haben wir auch genug. 3000 noch was. Jetzt kommt er fast schon an die 3200 ran. Den pushe ich nicht mit einmal. Den mache ich jetzt immer, wenn ich Aufgaben dafür habe. Das ist nämlich ein gutes. Das dürfte ein 98er sein. 15, 15, 14. So. Dann haben wir die ersten Aufgaben schon fertig. Wir holen mal hier die Bälle ab, hier den Staub, hier die Pokémon-Belohnung. Ich hoffe, das ist was Kleines, dass wir das so direkt mitfangen können. Burmi kann shiny sein, ist es nicht. Das bewährt man natürlich auch, wenn es irgendwann runterkommt. Ich bewerte eigentlich sowieso in letzter Zeit nur noch die Sachen, die aus den Aufgaben kommen. Keine Ahnung. Burmi nehmen wir auf jeden Fall mit. Ist jetzt nicht so krass, sage ich mal. Bisher bin ich immer noch gehypt von den Belohnungen der ersten Generation. Die waren immer noch am coolsten, fand ich. 14, 14, 10, okay. Ist wie gesagt nicht so krass. Trotzdem, wir haben ja noch die Kapitelbelohnung vom Kapitel 1. Da erscheint ja auch noch was. Das drücken wir mal fix durch. Die Bären braucht man nicht. Und ich habe letztens vergessen, einen Stempel abzuholen. Deswegen wird das mit dem Feldforschungsdurchbruch heute leider nichts. Das Cognodon können wir aber mal mit gelber Beere mitnehmen. Da werfen wir, eigentlich hätten wir auch einen gelben Ball nehmen können. Ich denke trotzdem mal, dass das jetzt drin bleibt. Vorne laufen die Hippies. Alles wird gut. Das ist mein Vorbild, ja wenigstens verlauste Haare, ne? Ich übe noch ein bisschen, aber bald, ich sage ja, bald weht ein anderer Wind. Das entscheidet sich aber erst noch. 15 Angriff. Den nehmen wir natürlich gerne mit. Gucken mal ins Kapitel 2, was da geht. Schicke ein Geschenk an einen Freund. Fange ein Pokémon vom Typ Pflanze. Mach einen Schnappschuss vom Typ Pflanze.
Da sitzt sogar schon ein Pflanzetyp. Das ist ja easy. Da stelle ich mich mal hier vorne hin kurz, damit der Brunnen im Hintergrund noch rumplätschert. Fangen einen Cellast. Ah. 13, 14, ihr seht, also frisch raus. Kaum ist die Nostalgieforschung losgegangen, rennt man raus. Macht auch gleich einen Schnappschuss noch von dem, wenn wir den haben. Und dann gucken wir mal, wem wir ein Geschenk schicken können. Das Problem ist, die meisten haben nicht geöffnet. Da, hier seht ihr die Kamera nochmal. Nehmen wir das noch mit. Da wird sich der Sumo Banane wieder freuen. Der hat letztens schon einen Brechreiz bekommen und gesagt, diese Drecks-Schnappschussaufgaben, die gehen ihm so auf den Senkel, obwohl ich die eigentlich richtig gut finde. Ich weiß nicht, wo das Problem ist. Die sind doch schnell und einfach zu lösen. Ich würde lieber sowas machen, als hier brüte 10 Eier aus oder brüte ein Ei aus, weil ich meistens eh das Falsche drin habe. So, hier noch was mitgenommen. Bin letztens auch mit Lena HBN aufgestiegen. Da kann ich ja mal ein Geschenk hinschicken. Machen wir jetzt auch mal. Natürlich eins von Hibu. Das scrollen wir mal runter, was wir eben aufgesammelt haben. Das Rathaus Hildburghausen an Lena HBN. Vielleicht wären wir ja mal Glücksfreunde. Wie wir dann tauschen sollen, weiß ich nicht, weil wir keinen Kontakt haben und uns eigentlich hassen. Aber Pokémon, ne, ist ja wichtiger als alles andere. So, dann haben wir das nächste eigentlich schon fertig. Holen ja auch wieder die Belohnungen ab. Nehmen wir hier das. Ich laufe einmal um den Brunnen rum. Oder auch nicht. Ein Wadribje, leider kein weibliches. Ihr könnt ja mal schreiben, ob ihr ein weibliches bekommen habt aus der Forschung. Vielleicht habt ihr auch nur ein männliches bekommen. Aber wer ein weibliches bekommt, wäre natürlich ultra genial. Die sind ja seltener. Kann man auch entwickeln. Das männliche kann man leider nicht entwickeln. Hätte ich jetzt auch mit Bären nehmen können, aber wir bewerten es einfach mal. Ja, ist okay, geht natürlich besser alles. Die haben heute nicht viel zu tun, die sitzen nur auf der Bank, da freuen sie sich bestimmt. Gucken wir, was die nächste Belohnung ist im Kapitel 2. Und wir haben ein Schellkarein. Das können wir jetzt aber mal mit gelber Beere fangen. Wir haben ja Zeit, uns hetzt keiner. Da können die so lange noch die Sonne genießen, sage ich mal dazu. Und Bier trinken. Damit hat sich's auch bald erledigt. Dazu aber mehr demnächst. So, das kommt raus. Wir werfen noch mal was. Wir wollen ja jetzt hier nicht den ganzen Tag stehen. Nehmen extra mal den gelben Ball. Da hüpft's auch noch hoch. Trotzdem großartig getroffen. 1, 2, 3. Da ist es auch drin. Wird auch fix bewertet. Und ich hoffe, beim dritten Kapitel sind ein paar Sachen dabei, die ein bisschen länger dauern. Sonst fand ich das bisher die leichteste. 15, 12, 12 könnte das sein. Leider zweite Kapitel auch schon fertig. Lande 3 gute Würfe, brüte ein Ei aus, fange ein Pokémon vom Typ Kampf. So, deswegen habe ich extra kein Ei rein, dass ich warten muss und packe mir jetzt mal hier ein 2-Kilometer-Ei rein, wo wir jetzt 1 Kilometer brauchen. Da können wir ein bisschen rumlaufen, ein Pokémon vom Typ Kampf suchen und ja, dann ist es auch schon wieder fertig. Irgendwie geht das noch kürzer als alle anderen bisher. So, der Ditschen freut sich über Igel, warum auch immer. Die waren richtig hässlich. Wir haben hier aber... Nein, jetzt ist es weg. Da saß eben noch ein Glibunge vom Typ Kampf. Das wollte ich mitnehmen. Jetzt kann ich es nicht mehr mitnehmen, weil es weg ist. Gut, machen wir es anders. Machen wir halt jetzt die Würfe. Die guten Würfe, zack, 2 von 3 gute, einen machen wir noch und suchen nochmal einen Kampf-Pokémon. Jetzt habe ich mich schon gefreut, in der Nähe ist nämlich ein Hariyama-Raid, aber ich habe ja keinen Bock, Hariyama-Raids zu machen. Oh, es ist gar nicht drin. Dann können wir den letzten ja hier auch noch machen an dem, wenn wir treffen würden. Aha, jetzt geht's wieder ab. Der Wolle. Kennt ihr auch Wolfgang Petri? Schreibt's mal in die Kommentare. Kann ich in Ruhe meinen letzten Wurf noch machen? Ich suche mir auch mal was Schönes dafür raus. Ja, gibt leider nichts Schönes. Nehmen wir einfach das Cellast. Machen hier noch, zack. Nochmal großartig hinterher. Würfe auch fertig. Jetzt ein bisschen bewegen. Ei brüten. Noch einen Kampf-Pokémon suchen. Im Endeffekt nehme ich halt Glibunge dafür. Ich muss nur wieder eins finden. Könnte man in die Nearby-Liste gucken, ob was da ist. Das ist nicht die Nearby-Liste.
Kampf, Kampf, Kampf. Ich sehe keinen Kampf. Das wird ein Krampf. Egal. Wir fangen noch ein Pikachu zur Überblendung und gucken halt, wenn das Ei aufgeht, melden wir uns auf jeden Fall zurück. Gut, zweiter Versuch. In der Caritas-Gas, da sitzt nämlich schon wieder ein Glibungel. Und das als Shiny sieht auf jeden Fall richtig genial aus, weil das ja so minzgrün ist. Das auf jeden Fall vom Typ Kampf. Deswegen versuchen wir das einzutüten. Sieht gut aus. Dann laufen wir eigentlich. Theoretisch können wir schon wieder Richtung Heimat laufen. Wenn das dritte Kapitel fertig ist, lade ich nämlich heute direkt am Freitag gleich Kapitel 1, 2, 3 hoch. Morgen dann 4, 5, 6 und 7, 8, 9. Weil die Sabrina immer sagt, wenn ich die immer erst am Montag, Dienstag hochlade, interessiert das keinen mehr. Damit es die Leute interessiert, muss ich natürlich am Freitag und Samstag alles hochladen. So. Ist aber, hat sie recht, ne? Ihr wisst ja, Frauen haben immer recht. Und LKWs auch. Wenn ein LKW kommt, gebt dem recht, gebt nicht nach. Versucht nicht dagegen anzukämpfen. Ah! So, ich laufe mal hier lang, während der Ditschen schon wieder spioniert und die Klingelschilder abcheckt. Das Zweierei geht auf jeden Fall auf. Ist natürlich ein altes. Mit einem feuchten Serpi drin. Das ist okay, das bewerten wir aber nicht. Das ist nämlich feucht. Wir haben die Aufgabe fertig. So, können hier ein Modul abholen. Einmal Sternenstaub. Boah, die Stirn, ne? Das ist schön warm heute. Ein Bronzel. Wir halten euch mal fest. Fangen mal das Bronzel. Ich glaube, ich kann euch sogar hier drüben abstellen. Das sieht doch gut aus, oder? Guckt mal, da steht ihr jetzt drauf. So muss das aussehen. Dann kann ich in Ruhe noch den Charles Bronzel fangen. So, mal gucken. Ist schlecht, sehr schön. Und wir haben noch die Kapitelbelohnung vom Kapitel 3. Die nehmen wir natürlich auch mit, sind gespannt, was da rauskommt. Den Scheltarer Kackhaufen kann ja niemand toppen. Doch, Pfandbüro. Pfandbüro, genau. Da nehmen wir hier auch gelbe Beere. Werfen großartig. Die Soße läuft von der Stirn. Das ist, ne, wenn ihr 130 Kilo wiegt. Das haben wir auf jeden Fall auch gefangen. Wir bewerten das auch mal. 300 Staub. Ist ganz in Ordnung, aber für einen Seed-Day brauche ich was Besseres zum Entwickeln. Wir können ganz kurz mal reingucken ins nächste Kapitel. Boden, Wasser, Spazieren, okay. Jetzt habe ich hier den komischen Typ am Start. Der braucht 1,5 Kilometer. Das heißt nochmal wandern, wandern, wandern. Aber wir sind fertig mit Kapitel 1 bis 3. Finde ich bisher eigentlich das Leichteste. Das mit dem Ei ist immer so eine Sache. Wenn man da ein großes drin hat, braucht man halt länger. Aber bisher zweimal Schnappschüsse und ansonsten kurz was fange, saß auch alles direkt da. Fand ich bisher, glaube ich, am leichtesten von allen Kapiteln. Also Kapitel 1 bis 3 in diesem Abschnitt. Aber egal, habt ihr schon einen Charmian gefangen, Shiny, oder habt ihr schon einen Pikachu bekommen, Shiny? Schreibt es mal in die Kommentare. Wir melden uns zurück mit Kapitel 4 bis 6 und mit Kapitel 7 bis 9. Das war's von meiner Seite aus. Wie die säuft. Bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.